Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Meeting 2. Heute werde ich mal euch. Heute werden wir 100%ig weiter leveln, aber heute leveln wir richtig. Nicht so wie bei den anderen Malen, wie wir das Equipment zuerst erstellt haben und die VMS, das war irgendwie voll unnötig. Ich wollte euch noch zeigen, was so richtig Glück war, was ich hinbekommen habe: 49 CS bei der VMS. Ich habe irgendwie nur dreimal das drauf gemacht und dann habe ich irgendwie 49 CS bekommen. Das war richtig Glück, fand ich. Nicht, dass jetzt irgendwie ihr meint, dass ich einen Bot benutzt habe oder so ein Kack. Ein Bot, es könnte man einen Bot benutzen, aber das sieht doch irgendwie so aus, dass es ein Bot benutzt gewesen wäre, aber das war kein Bot. Und ich habe ein paar Duellchen gemacht, weil mir so langweilig war. Bis ich einen. Alter, warum nehmen die hier nicht Truhen auf? Bis ich mal wieder was aufnehme. Und dann. Klaue ich den erstmal die. Trüchen. Und ich habe bemerkt, dass bei uns. Ey. Kannst du mich buffen, please? Also hier liegt noch irgendwie ein Nimbus-Stiefel, die brauchen wir auch. Für... Wir haben Level 1 nur. Bitte buff mich. Arschloch. Warum bufft die mich nicht? Also die können wir wegwerfen, die brauchen wir nicht. Großschwert brauchen wir auch nicht, weil unsere Gift die VMS nicht gut ist. Wieso möchte die uns in den Lab nicht leveln? Das ist nicht irgendwie gerade richtig dämlich von der. Aber egal. Und nicht. Also, ich habe ja ein paar Duelle gemacht und ich habe gemerkt, ne, ich habe die alle gehittet fast mit meiner Nullwaffe. Haben wir die Sprache? Chinesische Sprache. Das können wir mal lesen. Klingt war erfolgreich, das ist gut. Hier sind noch zwei Truhen. Und ich habe noch richtig viele Steine im Lager, also in meinem Inventar, weil ich Steine in die Form S auch noch machen wollte, aber ich hatte kein Geld mehr. Das Geld ist alle gegangen, das war irgendwie voll schade. Erfahrungsring können wir auch gleich nehmen. Level 46 erst, dann können wir die Steine erstmal ein bisschen einordnen hier so. Und hier sind noch hier diese Handbuch, das waren die Steine. Suche gibt die mit 52 bis 60 Days. Ich habe auch noch eine weiße Perle bekommen, das habe ich gestern nicht gesehen, dass ich hier eine weiße Perle hatte. Habe ich erst irgendwie gerade eben gecheckt, wo ich die Steine reingemacht habe. Das können wir gebrauchen. Seelensteine brauchen wir überhaupt nicht mehr. Die können wir noch vertickern, also die werde ich vertickern. Und die Schuhe könnte ich eigentlich schon schmieden. Okay, ich kann sie doch nicht schmieden. Kann ich hier die Bücher schon lesen? Irgendwie ist das voll der Bug. Ab Level 30. Um mal das zu verstehen. Ich möchte ein Keilersiegel, das geht. Aber das geht erst nur klar, wenn ich Rausch gemacht habe. Obwohl der Babykeiler gibt irgendwie 350 Verteidigung, habe ich irgendwo gelesen. Also werde ich erstmal
Ich habe 3 Babykeilen. Ich werde jetzt warten, bis meine Aura abläuft, dann werde ich das gleichzeitig nehmen, weil das ist dumm, wenn ich das nicht gleichzeitig nehmen würde. Was für Level sind wir eigentlich? 47. Also wir werden jetzt hier bis 60 leveln oder höher. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie lange das dauert. Und wir werden noch eine Gilde eröffnen. Das wollte ich auch noch machen. Warte. Ah, die Aura Schwert ab Monosch. Wir haben ja Doppeldrop schon drin. Erfahrungsring haben wir auch angemacht. Steinstücke können wir wegwerfen. Ich glaube, das ist unnötig. Muschel. Geil. Flieder können wir auch aufheben. Dann können wir diese Tränke machen. Und dann nehmen wir mal den ganzen Raum hier, das mit dem Laubs. Und ich werde verkacken. Warum nehme ich eigentlich mein Autopad? Warum habe ich es sonst gekauft? Okay, ich bin Level 50, aber ab Level 55 kann man erst die Tower nehmen. Das ist ja schade. Du please. Ja, und dann fängt jetzt der Part an. Einfach mal hier das nehmen und dann werden wir Baby. Ich habe mich wieder zu übernommen. Warum geht die nicht? Wir werden jetzt viele. Vielleicht kriegen wir hier noch was Schönes aus dem Truhen. Sehr viele blaue Tränken, das ist irgendwie voll. Okay, die mittleren Tränke können weggeworfen werden. Ja. Dann nehmen wir mal jetzt Aura und die XX. Nee, das ist nicht die XXL. Hot. Lass mich hier raus, ich bin hier raus. Wird doch nicht. Jetzt packe ich endlich mal hier den Raum, Alter. Aber ich packe hier den Raum auch gleich, wenn ich die Tower benutzt habe. Ab Level 55. Dann haben wir irgendwie noch ein Sprachbuch bekommen. Das werden wir auch direkt lesen. Stufe. Da haben wir noch eine Kiste bekommen. Kiste Seelenstein. Doch, die könnten wir verkaufen, aber ich will erst wissen, wie wertvoll die sind. Zum Glück haben wir einen Regenstein gekauft. Ich hatte echt keinen Bock, die ganzen Bücher zu lesen. Die ganzen Bücher und die ganzen Seelensteine. So, jetzt können wir ab dem Level diese Pots nehmen. So, und das können wir jetzt wegwerfen, was wir nicht brauchen. Blaue Tränke brauchen wir eigentlich nicht so viele. Mittlere brauchen wir überhaupt eigentlich gar nicht. Ja. Das sind Level sind wir 55, wir machen so 75 draus. Wir nehmen ja auch noch nicht lange auf, ich glaube erst 10 Minuten, überhaupt nicht. Ich glaube nicht mal 10 Minuten, ich weiß nicht. Ich habe mir schon wieder keinen Timer gesetzt. Ja, dann werden wir erstmal hier. Alter, diese Elixier der Sonne geht ja richtig schnell weg. Diesmal werden wir hier alle töten. Das wäre echt fett, wenn hier noch mehrere Räume wären. Dann wäre es echt. Ich meine, das wäre ja echt fett, wenn wir mehrere Räume hier wären und alle Räume gleich aufeinander wären. Es könnte sein, dass hier sogar SD3 gibt, weil ich irgendwie gerade in Ruhestätte mitbekommen habe, dass irgendwie wer kommt mit zu SD3 oder er sich einfach vertippt. Das kann auch sein.
Vielleicht reiten wir mal weiter noch da hinten. Ich weiß es gerade noch nicht. Habe ich überhaupt die Grafikeinstellung geändert? Nein, das habe ich nicht. Wir sind schon auf Level 72, 60. Oh. Ich glaube, das ist die letzte Herde. Dann gehen wir erstmal. Ich glaube, wir gehen dann direkt zur Farm Map. Und machen wir 75 draus. Ich weiß nicht. Dann können wir auch ein Gifty direkt kaufen. Nee, wir gehen jetzt. Die werden auch noch mitgenommen. Wir müssten mehr oft MP machen, weil unser MP irgendwie immer so schnell leer geht. Das können wir nicht machen, weil alles schon auf P ist. Wolfsiegel. Das brauchen wir nicht. Das ist ja schon wieder hier drin. So, also wir begeben uns jetzt direkt bewegend. Ich glaube mal zu Handelsmap. Da war ich auch noch nicht. Dann gehen wir mal dorthin. Also Handelsmap bedeutet ja, dass man dann nur Läden sind von Leuten und ich hoffe, es ist rappenvoll. Wie wär's? Seht ihr jetzt kommt noch nicht? Ja. Da machen wir mal. Hautmedizin. 6er7er Money. Gift die. Alter, dann sind die doch nicht so viel wert, wie ich dachte. Was ist das denn für eine Klinge? Gift die 80 DSS. Ein Problem. Also, dunkelrote Perle. Ich spare, glaube ich. Halbmondring. Der Halbmondring erhöht deine Expanz um 200% und auch die Drachenchance um 50% zusätzlich. Hat er noch 75% Stärke gegen Monster. Hättest du viel Geld, hättest du mir den gekauft. Egal, vielleicht finden wir ja noch was. Aber das ist günstig hier, finde ich. Weiße Perlen 20 kk. Was gibt's? Also, was ist das denn für ein fettes Schwert? Schwarze Perle. Sieht aus wie die weiße Perle. Also ich möchte jetzt eigentlich nur zu Farm Map. Ab Level 50. Hätte ich mal bis 75 hochgelevelt und dann hätte ich mir lieber ein Giftige geholt oder so. Wäre ich jetzt direkt abgekappt, das möchte ich gern wissen. Joa. Die Schwarmhändlerin. Ey Mann, verpiss dich. Kauf die Damage. Arschloch. Läuft ihr mir immer noch hinterher oder was? Voller Klon, Alter. Kann man hier nicht mal in Ruhe farmen, Alter? Schwarzplattenpanzer, genau den brauche ich.
Die Klöne haben den aufgehoben. Dankeschön, dass ihr ihn aufgehoben habt. Dankeschön, dass du mich gekillt hast, Arschloch. Die müssten mal bei Dings, also bei der Farm, ne, PvP verbieten, das wäre echt. Alter. Schatz, Panzer. Jo. Dann werden wir erstmal Farm hier. Schachtschwert plus 0. Daraus könnten wir ein Tritonschwert machen. Schwarzer Anzug, den brauchen wir nicht. Und den könnten wir. Den habe ich noch erhalten, das ist gut. Keiler Siegel, wie viel Damage machen wir hier überhaupt? Ja, okay, wir machen einen. Also das war gerade irgendwie ein Lag. Und wenn ich den Mädchen zerstört habe, dann... Die Map laggt so doll, weil hier zu viele Sachen auf dem Boden liegen. Würde ich mehr Damage machen, würde es tausendmal besser sein, glaube ich. Oh, ich habe ja schon voll vergessen, dass wenn ich absteige, verliere ich ja diese... Also keiner oder Dunkelgrün oder Wolfsiegel. Nehmen wir mal Wolfsiegel. Alter, wir kriegen den doch noch nicht down. Der laggt irgendwie so übel. Vielleicht könnten wir gucken, was alles hier auf dem Boden liegt. Vielleicht liegt hier ein Schwarzplattenpanzer, den wir brauchen. Oder zufällig. Nee, ich meine Schwarzstahlpanzer. Okay, ich hab einen. Das ging schnell. Also brauchen wir den nicht mehr. ja, dann schmieden wir den unterwegs, glaube ich. Ist das jetzt ein lilaner Stein oder warum? Maulbeere. Schwarze Kleidung. Himmels. Gelbe Perle. Drachenschuppen. Drachenkralle. Löwenschild. Ja, roter Stein. Ungewöhnlich, dass man, glaube ich, so viel findet. Habe ich hier nicht gerade irgendwas plus 9 aufgehoben? Eine 54er Rüstung plus 9. Die ist aber irgendwie unnutz gerade. Ja, Leute, ich glaube. Fund. Grüner Stein. Ich weiß nicht. Hier gibt es so viele Sachen, Drachenschuppen. Ich glaube, die brauchen wir alle später für Dings. Sichelschwert, Partisane, Gegenstand dieser Segen.
Ich ziehe ein Falkenschild. Ich heb mal alles auf, was hier liegt. Roter Sand, Alter, was geht hier ab? Die ganzen Items kenne ich kaum. Roter Sand, grüner Sand. Vielleicht kann man die alles vertickern. Keine Ahnung, aber das irgendwie sieht eigentlich voll krass aus. Egal, ich werde mal aufhören zu aufnehmen und ich werde hier erstmal ein paar Sachen aufheben.